Die Ex-Frau von Mois legt den angeblichen Beweis für Mois' Angriff auf ihre Mutter vor und legt auch generell weiter nach. Farid Bang wird nach einer EGJ-Antwort auf JBG gefragt und bringt eine mysteriöse Ansage zu JBG 4, bevor er dann ebenso wie PA Sports auf das angebliche Karriereende von San Diego reagiert. Und wir alle, wir gehen rein. Vor 2 Tagen hatte die Ex-Frau von Mois, Anis, ein weiteres Statement rausgehauen, in welchem sie unter anderem behauptet hatte, dass Mois in der gemeinsamen Zeit nicht nur sie geschlagen habe, sondern es auch einmal eine Situation gegeben habe, in welcher Mois ihre Mutter attackiert habe. Hier hatte sie angekündigt, dies auch beweisen zu wollen, denn Mois selbst habe dies auch einmal quasi zugegeben und dieses Geständnis verarbeitete sie nun in einem TikTok-Video. Zu der Caption: habe davon selber leider erst Jahre später erfahren, meine Mutter hat mir das verschwiegen, zeigt sie dann in diesem TikTok-Video sich selbst und dazu eine Sprachnachricht, auf welcher man wohl Mois zu ihrer Mutter auf Tschetschenisch sprechen hört. Als Übersetzung steht hierzu dann, dass Mois gesagt habe: erinnerst du dich, als ich deine Tochter geklaut habe, wie ich dich geklatscht habe und gegen die Wand geschlagen habe? Hamdullah, dass ich so ein Mann bin. Hinter dieses, dass ich so ein Mann bin, blendet Anis dann What a Man von Salt and Pepper ein und Post dazu, so TikTok-Style eben. In ihrem Statement von vor ein paar Tagen hatte sie bereits angekündigt, das Schlimmste, was ihr angetan worden sei, zu dem Besten, was ihr passiert sei, machen zu wollen. Und es scheint so, dass es jetzt darum geht, quasi so Influencer-Style-mäßig aktiv zu werden, mit unter anderem wohl eben solchen TikToks. So gab es beispielsweise auch ein weiteres TikTok, in welchem man zuerst einen der Brüder von Mois eingeblendet sieht, welcher in Reaktion auf dieses Statement von vor 2 Tagen gesagt hatte, sie solle doch Beweise liefern für ihre Anschuldigungen, von wegen auch Mois Brüder seien nicht die Engel, als sie sich ausgeben würden. Anschließend zeigte Anis hierzu dann einen Chatverlauf, in welchem es irgendwie beleidigende Worte gab. Aber es wird nicht ganz klar, von wem und wem gegenüber und wie der Chat und wer da redet. Dieses TikTok ist dann auch mittlerweile, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte, wegen Belästigung und Mobbing gelöscht. In ihrer Instagram-Story ging es dann auch etwas seltsam weiter, denn als nächstes zeigte sie, dass der PayPal-Account mit dem Namen Mois YouTuber 500 Euro von ihr angefordert hatte. Dies kommentierte Anis mit einem Bitte was und mehreren Lachsmilies, bevor sie ihre Kontostände zeigte, welche quasi allesamt im Minus oder nur knapp drüber sind, und hierzu schrieb: hier alle meine Konten, welches Geld willst du denn? Ich hab kein Geld, hab dank dir einen Berg an Schulden, hast auf meinem Namen ein VB-Konto gemacht, ist schön in Minus gezogen und mich damit allein gelassen. Nicht mehr weiter zu der ganzen Mois-Thematik geäußert hat sich unterdessen Farid Bang. Dafür gab es vom Banger-Oberhaupt eine mysteriöse, interessante Insta-Fragerunde. Aber kurz. Stopp! Nimm die Hand aus der Chips-Packung! Ich weiß, ab und zu snacken muss schon sein. Aber dann doch lieber Protein-Snacks von Sec Plus. Proteinriegel oder Protein-Bites. Mit dem Code RAP10 gibt's auch noch 10%. Na komm. In seiner Instagram-Fragerunde wurde Farid Bang unter anderem darauf angesprochen, dass es auf das große Erst guter Junge Diss-Album JBG 3 ja nie eine Antwort seitens Bushido und Co. gegeben habe und ob er sich eine solche Antwort gewünscht hätte. Farid antwortete hierauf mit den meiner Meinung nach schon ein bisschen stichelnden Worten, ob mit oder ohne Antwort, das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Derzeit kursieren ja, wie bereits seit Jahren, auch weiterhin Gerüchte und Hoffnungen auf einen möglichen weiteren Teil der jungen, brutal gut aussehenden Reihe, gerade auch nach Coleras Karriereende. Hier wurde Farid dann gefragt, ob ein Collabo-Album in Planung sei, und antwortete mit einem klaren Nein, auch kein JBG 4. Farid gibt den Hoffnungen der Fans also hier eine ganz klare Absage. Allerdings beendet Farid seine Fragerunde dann mit den Worten: eine Antwort ist gelogen. So ganz sicher sein können wir uns bezüglich JBG 4 also weiterhin immer noch nicht, und es wird wohl auch offensichtlich einfach damit gespielt. Ebenfalls Unsicherheit besteht darüber, ob das von San Diego vor kurzem angekündigte Karriereende wirklich wahr ist oder doch nur ein Promomove. Farid stellte in seiner Fragerunde klar, auf einen Promomove zu hoffen, und PA Sports reagierte ebenfalls darauf, dass San Diego in seinem Karriereende-Statement unter anderem rausgehauen hatte, dass PA den damaligen Beef gewonnen habe. So schrieb PA jetzt: stark, wie reflektiert er auf das Ganze zurückblickt. Wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg. Und damit sind wir dann noch erstmal am Ende. Euch allen alles Gute auf eurem weiteren Weg und haut da rein. Das Gelaber, keine große